Wenn wir uns jetzt die Bedienung von dem ZTE Grand X Intel genauer anschauen wollen, müssen wir das natürlich hochfahren. Hier oben ist der An- und Ausschalter, einmal drauf gedrückt, Akku ist eingesetzt, wie im ersten Teil des Videotests gezeigt. Die SIM-Karte habe ich jetzt auch nachträglich eingesetzt und jetzt fährt das Gerät hoch, wie ihr sehen könnt. Intel Inside, was haben wir hier? Wir haben hier ein 4,3 Zoll Display, das ist eine Diagonale von 10,92 cm. Es handelt sich dabei um einen kapazitiven Touchscreen natürlich, der auf Spannung reagiert. Wir haben eine Auflösung von 960x540 Pixel, 16,7 Millionen Farben und ich habe euch das ja bereits erwähnt. Wir haben Android 4.0, also ein Ice Cream Sandwich und ein 1,6 GHz Single Core Intel Medfield Prozessor und 1 GB Arbeitsspeicher. So, jetzt sind wir hier auf dem Sperrbildschirm und da fällt erstmal auf, dass wir hier die Möglichkeit haben, das Gerät zu entsperren. Wenn wir hier länger drauf drücken, so, also angenommen der grüne Kreis, der geht einmal rum, dann ist das Gerät entsperrt. Aber wenn ihr nur einmal drauf tippt, nee, wenn ihr einmal so aufzieht, meine ich, dann habt ihr hier unterschiedliche Shortcuts, die ihr auswählen könnt. Ihr könnt direkt zum Kalender zum Beispiel, E-Mail, Kamera, Lautstärke, Anruf, und Nachrichten. Ist natürlich manchmal ein bisschen nervig, man muss sich daran gewöhnen, dass man hier einmal draufdrücken muss und dass es einmal quasi diesen Kreis fahren muss, damit das Gerät entsperrt wird. Oft macht man einfach so, man denkt, man muss hier einfach hin und her ziehen. Ansonsten ist das natürlich sehr praktisch hier. Wenn ihr jetzt schnell zur Kamera wollt, dann drückt ihr hier einfach auf das Kamerasymbol und schon seid ihr im Kameramodus, der ein wenig seltsam aussieht, wie ihr hier sehen könnt, weil hier rechts irgendwie etwas viel Platz gespart wurde, wo man ja eigentlich noch mehr Bild sehen könnte, zeige ich euch im Kameravideo genauer, wie da das Interface funktioniert. So, und jetzt sind wir hier auf unseren Screens, wie ihr sehen könnt, und wir haben hier vier kapazitive Knöpfe drunter, wie ihr sehen könnt, dann haben wir hier fünf Shortcuts. Gehen wir die einfach mal durch, wie immer. Hier ganz links haben wir was? Einstellungen, je nachdem, wo ihr euch befindet. Jetzt auf den Homescreens habt ihr natürlich Screen-Einstellungen, Hintergründe, Apps-Verwaltung und so weiter und so fort. Der Home-Button, um immer wieder zu einem festgelegten Homescreen zu kommen. Zurück, da kommt ihr immer wieder zurück, je nachdem, in welchem Programm ihr euch befindet. Und hier habt ihr die Suche, Google-Suche ist das hier. Und da könnt ihr Text eingeben oder Text einsprechen, wie ihr sehen könnt. Ja, lange hier auf den Home-Button gedrückt, bekommt ihr hier euren Taskmanager und könnt quasi Programme öffnen oder schließen. Und wenn ihr hier raus mit Pinch to Zoom einmal rausgeht, dann passiert hier nichts. Also ihr bekommt hier keinen Überblick über eure Homescreens, wie ihr sehen könnt. Dann haben wir hier den Telefonhörer natürlich, um einen Anruf zu wählen, also um einen Anruf zu machen. Hier das Ziffernblatt, hier habt ihr dann vergangene Anrufe und hier habt ihr dann eure Kontakte, wie ihr sehen könnt. Daneben kommt ihr direkt zu euren Kontakten, nochmal anders aufgelistet, mit Favoriten oder Gruppen, je nachdem, was ihr hier einstellt. Dann habt ihr hier alle eure Apps und Programme einmal aufgelistet. Apps seht ihr hier und dann weiter kommen die Widgets, also alles, was ihr auf eurem Homescreen anlegen wollt, und hier kommt ihr in den Play Store, Nachrichten, keine Konversation bis jetzt, hier startet ihr eine neue Nachrichtskonversation und hier der Internet Explorer, wenn ihr surfen wollt. Sonst habt ihr hier noch die Notification Bar, hier bekommt ihr immer Nachrichten angezeigt, neue Nachrichten sind eingegangen, E-Mails und so weiter und so fort. Und ihr habt hier weitere Einstellungen, die ihr vornehmen könnt, Wi-Fi an, aus, Töne an, aus und so weiter. Helligkeit könnt ihr verändern, gehe ich mal hier auf Helligkeit. Die ist nämlich noch auf automatisch eingestellt eigentlich. So, was passiert hier? Nichts. Achso, Helligkeit ist jetzt ausgeschaltet, die automatische Helligkeit. Dann gehen wir einfach mal auf Einstellungen hier und ich fahre die Helligkeit einmal hoch. Display-Einstellungen, hier ist die Helligkeit und die müsste auf automatisch sein. Nee, einfach runtergeschraubt. So, und wenn ihr jetzt den Hintergrund verändern wollt, lange hinten drauf gedrückt, könnt ihr auch nur Galerie-Hintergrundbilder und Live-Hintergründe verändern. Wenn ihr sagt, ihr wollt jetzt hier aber Apps haben, dann geht ihr in euer App-Menü, lange auf eine App gedrückt und zieht die hier drauf. Beziehungsweise, wenn ihr sie löschen wollt, hier oben in Entfernen. Und wenn ihr jetzt Widgets wollt, dann macht ihr das genauso. Ihr geht hier über die Widgets, zieht die Galerie hier hin, könnt dann aber auch, die hat da jetzt nicht hingepasst, passt vielleicht
hier hin, da ist sie quasi schon, passt auch nicht hin. Ja, aber wenn sie dahin passen würde, dann wäre sie jetzt da. Zum Beispiel haben wir sie hier schon einmal. Und die könnt ihr dann natürlich auch, wenn ihr lange drauf drückt, verschieben. Wie ihr sehen könnt, auch zwischen den Screens hin und her, beziehungsweise hier oben entfernen. Ja, hier sind so ein paar YouTube-Videos und da könnt ihr euch so durchklicken, was eine ganz schöne Widget ist. Ja, mehr gibt es halt hier. Gibt es einige zur Auswahl. Einige, wie ihr sehen könnt, an den Ecken könnt ihr auch in der Größe dann anpassen, wenn sie dann nicht passen, so wie es eben der Fall war. Und das gleiche macht ihr, wie gesagt, auch zu den Apps, mit den Apps. Den Play Store zeige ich euch im Multimedia-Video noch einmal genauer. Schauen wir uns jetzt einmal kurz an, wie man eine Nachricht schreibt. Hier einmal auf Plus drücken, Empfänger, und dann schreibt ihr hier. Ihr könnt hier auch über den Touchscreen wischen. Dann haben wir hier so eine automatische Spracherkennung. Hallo, wie? So, und dann hat er es erkannt. Geht dir, und ihr bekommt hier immer seine Autokorrektur. Jetzt habe ich mich verschrieben. Dann könnt ihr hier auswählen, beziehungsweise bekommt ihr noch weitere Auswahlmöglichkeiten. Wenn ihr zu den Sonderzeichen wollt, dann drückt ihr auf 1, 2 Raute und habt hier so die ein oder anderen Sonderzeichen 1 bis 3, wie ihr sehen könnt. Es ist ein bisschen nervig, hier so hin und her zu springen, finde ich. Man kann jetzt hier nicht zwischen den Tastaturen hin und her wischen. Hier über den Zurückpfeil müsst ihr zurückgehen, was auch ein bisschen nervig ist, finde ich. Dann habt ihr hier die Sprachen, die ihr einstellen könnt. Großschreiben, Löschen, Enter, Leerzeichen. Hier könnt ihr auch per Spracheingabe gehen. Aber wenn ihr hier auf diese Touchpaul-Eingabe auf alternative Zeichen drückt, dann bekommt ihr hier auch alternative Zeichen angezeigt und könnt die, wenn ihr lange drauf drückt, auf einen Buchstaben auswählen. Hier die Texteingabe. Hallo, wie geht es dir? So, und das hat er erkannt. Drückt ihr da drauf, so, und dann fügt ihr das ein. Auch sehr praktisch. Ja, hier könnt ihr dann in den Wörtern herumfummeln quasi, bestimmte Teile ausschneiden, einfügen, löschen. Das könnt ihr eigentlich auch, indem ihr lange in den Text drückt, und dann habt ihr hier diese zwei Balken oder Regler und könnt dann Textteile aussuchen. Hier auf Senden und die Nachricht wird abgeschickt. Wenn ihr einen Anruf macht, dann geht ihr hier auf den Hörer natürlich, beziehungsweise könnt ihr auf eure Kontakte gehen, dann nehme ich mal meinen Favoriten, ruft da einmal an, damit ihr seht, wie das Menü dann aussieht. Und das sieht so aus, da habt ihr die ganzen Einstellungen hier unten, werden die angezeigt. Hier Ziffernblatt, laut, stumm schalten, pausieren und dir das Ganze ins Kontaktbuch aufnehmen. So, ihr könnt natürlich auch im Menü herumfummeln, während ihr ein Telefonat führt. Schauen wir uns kurz an, welche Apps hier sonst noch vorhanden sind. Alarm haben wir hier, Anrufe, Backup. Die Spiele habe ich natürlich alle selbst heruntergeladen, um euch die zu zeigen. Facebook habt ihr hier natürlich auch. Kalender, damit ihr den einmal gesehen habt, wie der aussieht. Ja, dann könnt ihr oben rechts Tag, Woche, Monat auswählen. Monat ist jetzt schon Woche. Sieht dann wie aus. So und so weiter. Ja, gehen wir zurück ins Menü. Kalender war das gerade. Kamera zeige ich euch noch. Kontakt habt ihr gesehen. Das hier ist My Easy Access, was ihr beim Sperrbildschirm gesehen habt. Notizbuch natürlich. Keine Notizen. Könnt ihr neue Notizen hier hinzufügen. Ja, gehen wir auch hier mal wieder raus. Das dauert immer ein bisschen. Rechner habt ihr hier. Soundrecorder, Suche, ja, und wie gesagt, ein paar Spiele. WhatsApp könnt ihr kostenlos herunterladen im Play Store, Videoplayer, Telefon, Touchpaul, also da habt ihr schon die wesentlichen Funktionen gesehen. Den Rest könnt ihr einfach selbst ergänzen, indem ihr kostenlos oder kostenpflichtig etwas aus dem Play Store herunterladet. Spiele zeige ich euch, wie gesagt, bereits im Multimedia-Video. Die Kamera zeige ich euch im Kamera-Video. 8 Megapixel, wie gesagt, und LED-Licht plus VGA-Frontkamera und im Browser im dritten Teil unseres Videotests, wie der so funktioniert und wie schnell der eine Seite aufbaut.